Ashram der sieben Schätze. Was steht denn hier? Der Befehl ist unmissverständlich. Sammeln und verbrennen. Alles, was wertvoll erscheint, wird verpackt und nach Yalendo geschickt. Trucks werden kommen, um die Sachen abzuholen. Sammeln und verbrennen Sie alle anderen religiösen Utensilien. Senden Sie den Einheimischen eine Botschaft. Die Schule der sieben Schätze ist Geschichte. Das ist die letzte Lektion, die es hier zu lernen gibt. Lieutenant Santa. Okay. Ach, das MG hätte ich natürlich auch gerne genutzt. Kannst du Bauch reden? Okay. Ah, ich habe jetzt die Shotgun freigeschaltet. Noch eine Pistole. So, Munition nachfüllen. Und nochmal gucken, ob ich was kaufen kann. Ich muss Geld loswerden. Ah ja, meine Rekordbogen wollte ich ja wieder haben. Und ansonsten... Ach... Weiß nicht, die Seitenwaffen gefallen mir alle nicht. Kann ich mir eigentlich ohne Karte vielleicht mal kaufen? Ich muss mal Geld loswerden hier. Orte in Nordkyrat. Mal die ganzen Orte vielleicht freischalten. So, was haben wir noch für Orte? In Zentralkyrat. Nordostkyrat. So. Beute. Ah, die Beute wird mir doch eigentlich schon angezeigt. Egal, wir haben das Geld. Also, was machen wir? Ich weiß halt gar nicht, wo ich gerade bin. Südkyrat. Zentralkyrat, Beute. Beute in Nordkyrat. Ich glaube, gleich ist mein Geld alle. Und hier in Nordostkyrat. So. Das sollte reichen. Gleich wieder Sachen verkaufen. So, wie sieht meine Karte jetzt aus? Oh, heilige Scheiße. War das jetzt so eine gute Idee? Ach du Scheiße. Ich glaube, das Let's Play wird noch eine Weile laufen. Ja, was machen wir denn als nächstes? Unbekannter Ort. Ich dachte, dass das eigentlich mit den Funktürmen freigeschalten wird, aber wahrscheinlich muss ich da persönlich hin. Stopp, ich mache jetzt mal hier den Nachschub. Stört mich jetzt hier gerade. Ich dachte ihm, es ist eine schlechte Idee. Ich mache jetzt die Geiseln. Soldaten der Royal Army haben jemandes Vater, einen lokalen DJ, hingerichtet, weil er Anti-Royal Army-Propaganda verbreitet hat. Sende ihnen eine Botschaft, indem du ihren Kommandanten mit einer MP tötest und ein Beweisfoto schießt. Wer hat ihn ermordet? Die Royal Army! Mein Vater war Funkturmwärter. Er hat die Übertragung verändert und minenfeindliche Nachrichten gespielt und dann... Wo sind sie jetzt? Immer noch an der Funkstation. Ich zeige es dir auf der Karte. Nachdem sie ihn getötet hatten, schnitten sie ihm die Zunge raus. Ich kümmere mich drum. Er kann verdammt gut Bauchrednen. Ach, ist er in der Nähe. Naja, mit der gestellten Waffe muss ich den töten. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht wieder jemanden überfahre. Aber manchmal springen sie auch ausgerechnet beim Ausweichen ins Auto, wie vorhin der Händler. Wie der Händler zum Beispiel. Wenn man von Teufel redet. Krotterzucht, aber ich diele nicht. Ich finde, das ist nicht okay. Amita dagegen schmiegt sich zu einer waschechten Drogenbaronin auf. Und das wäre gut, denn wenn man mal nachdenkt, dann sind Drogenbarone meist Vetter aus der Funkgeratenen Männer, die 10 Gorillas haben, Drogen für sie verkaufen.
So, was wird denn für eine Waffe gestellt? Och nein. Damit soll ich den töten, ja? Ist das euer Ernst? Aber ich muss nur den Kommandanten töten damit. Denke ich doch mal. Macht alles kaputt. Haut hier alles kurz und klein. Tim, ist das nicht eine Geiselrettung eigentlich? Töte den Kommandanten mit einer MP. Da hinten könnte ich vielleicht. Wieder hinten rumgehen. Was war das? Wer war das? Warum? Die sollen das auch kaputt machen. Mist, der kommt jetzt auch. Was machen wir jetzt? Keine Chance. Warum geben die nicht auf? Ei, hey! Mein Feuerzeug muss hier doch irgendwo rumliegen. Ich will, dass ihr den Mörder findet. Los! Na los! Na los, findet mich. Könnte mehr als ein Einzelner sein. Oh, da ist noch einer. Wie viele sind das wohl? Was denkt ihr? Verdammt! Der Mörder ist ein Feuer! Ja. Ich mach euch alle platt! Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Huch! Lebt er immer noch? Worauf soll ich denn warten, dass du mich abschießt? So, Foto machen. Was steht denn hier? Pass auf. Vater, ich bitte dich, sei vorsichtig. Deine letzte Sendung habe ich sogar in Tirta noch gehört. Die Leute reden schon und das ist nicht gut. Nur weil Ravi Rayana der Royal Army immer einen Schritt voraus ist, heißt das nicht, dass du das auch kannst. Bitte hör mit den Sendungen auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis The Pleur davon erfährt. Ojam oder Ojam. Du lässt die Schuldigen für ihre Taten bezahlen. Weiter so. So, jetzt würde ich eigentlich gerne meinen Revolver wieder haben. Weil ich diese komische Uzi nicht leiden kann. Fähigkeiten. So, dann kann ich doch jetzt den Körperpanzer verbessern. Das gefällt mir doch. Ich müsste wirklich mal grüne Blätter sammeln. So, ich wollte den Nachschub, wollte ich mal machen. Moment, da sind doch grüne Blätter. Die hole ich mir mal schnell. Boah. Haben die den Adler jetzt gerade mit dem Geschütz angegriffen? Oh, das ging noch gerade mal gut.
Eispritze hergestellt. Ah. So geht es also. Ich mir gedacht habe, automatisch. Passt doch mal auf, wo ihr hinfahrt. Meine Güte. Erster Grundsatz in der Fahrschule. Gegenseitige Rücksichtnahme. Mit den Fehlern des anderen rechnen. So, schnell mal ein Blättchen abreißen. Den Funkturm haben wir doch schon, oder? Ja. Jetzt ein wenig verwirrt. Hier ist Gabi Ray Runner vom Sender Freies Kühler. Anscheinend waren die letzten Außenposten, die der Goldene Pfad erobert hat, kein Zufall, Leute. Der Pfad kontrolliert jetzt fast die Hälfte der Außenposten in Kühler. Ich sollte mir demnächst mal ein paar davon ansehen, aber das schiebe ich schon lange vor mir. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier dringend Hilfe. Ja, Wendy ist unterwegs. Schieß los. Oh, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Wir haben in deiner Nähe ein paar Pakete verloren. Ich schicke dir die Koordinaten. Du musst diese Pakete unbedingt vor Deplurs Männern finden. Das mache ich. Das mache ich. Schön, dass wir das machen. So, ist nicht weit weg. Kann ich direkt hinlaufen. Obwohl hier wieder ein schöner Gyrokopter unterwegs steht. Meine, bereit steht. Ach, ich flieg darüber. Was soll's. Aber wahrscheinlich werde ich wieder angeschossen von unten. Falsche Taste. Ja, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Wollt ihr wirklich wieder mit mir spielen kommen? Ja, das ist nett von euch, dass ihr abhaut. Taschenmesser. Wo wollen die hin? Natürlich kommen die wieder zu mir. Kann ich mich hier auf ein Zelt verstecken? Nee. Ich hab das erste. Gute Arbeit. Nur noch eins. Pass auf dich auf. Nur noch eins. Oh, wieder so viele gleich. Ja, immerhin dafür ist die Uzi ganz gut geeignet. Vielleicht hätte ich doch den Gyrokopter nehmen sollen. Hallo? Brauchst du Hilfe? Boah. Da hat nicht viel gefehlt. Oh, hallo Leute. Ich hab ihn. Der Sieg gehört uns. Uiuiui. Was steht hier? Rezept für Mondscheinbier. Zutaten: 9 Pfund reine Kyrat-Gerste, 1,5 Pfund Tigermalz, 0,5 Pfund 60 Grad L, was auch immer das bedeutet, oder dunkler Kristallmalz, Alisa Honig und Mondscheinhefe natürlich. Vorgehen: Fange ganz normal an zu brauen, aber füge den Hopfen 60 Minuten vor Ende des Brauvorgangs hinzu. Nutze Kristallmalz wegen der Farbe. Der Honig verstärkt den Geschmack und die Konsistenz des Bieres. Auf 85 Grad erhitzen, dann normal weiterbrauen. Ja, warum ich das jetzt vorgelesen habe, weiß ich auch nicht. Klingt ganz lecker. Würde ich mal ausprobieren wollen. Frag mich nur, wo ich die Mondscheinhefe herbekomme. Ah ja, ist ja schön gebraut. Kann jemand mitnehmen? Rum.
So, wenn ich das aufnehme, muss ich wahrscheinlich gleich wieder schnell irgendwo hin. Moment, erstmal das grüne Blatt mitnehmen. Sag mal, was blinkt denn hier? Ach, versteckt. Und das war das Letzte. Was ist da drin? Kümmer dich nicht drum. Bring sie einfach zu diesen Koordinaten. Schnell! Ja, ich bin unterwegs. Natürlich ist hier wieder die Hölle los. Ach, das geht ja noch. Bitteschön. Schickst du die Vorräte an den Goldenen Pfad? Noch nicht. Wir lagern sie für eine Operation. Ja, die Molotow-Typen unterwegs. Wolltest du gerade einen Molotow nach mir werfen? Brennt gleich wieder der ganze Wald hier. Ist das nicht den wir vorhin gesehen haben? Genau. Legt euch ja mit den Elefanten an. Ich bin froh, ich freue mich schon, wenn die sich um euch kümmern. So, was ist mit dir? Brauchst du hier Hilfe oder nicht? Stehst einfach hier so mitten in der Prärie. Greifen die jetzt von sich aus die Elefanten an? Mann, sind die blöd. Ach stimmt, ich muss ja mal ausprobieren, auf den zu reiten. Ja, hatte ich eigentlich auch vor. Aber erstmal hole ich mir ein grünes Blatt. So, und dann... Was machen wir als nächstes? Hier unten ist noch viel nicht entdeckt. Oder ist das doch zu Ende? Ich weiß es gar nicht. Was sind eigentlich die ganzen Fragezeichen? Alles unbekannte Orte. Das Königstigerfell brauchte ich doch für irgendwas. Ah ja, für einen Köcher bräuchte ich auch noch Honigdachse. Königstiger... Ich bräuchte noch einige Fälle. Vielleicht mal könnte ich ja mal den Königstiger jagen. Das wird zwar wahrscheinlich fies, aber wir brauchen das ja alles. Gut, du hast sicher nichts dagegen, wenn ich einfach dein Auto mitnehme. Man braucht gar nicht zu hoffen, dass sie zurückkehren. Was hier immer los ist. Am Mikrofon Rabbi Ray Rana. Ich hasse ihn, aber das ist egal, weil Pagan den einzigen Flughafen des Landes unter Verschluss hält. Hey, Rabbi, ich habe gesehen, die Flugzeuge am Flughafen starten und landen. Ja, das haben wir alle. Die sind kaum zu übersehen. Aber da sitzen keine Menschen drin, die sind voller Heroin. Ich sag das nochmal, ein ganzes Flug... Wo sind wir denn hier? Hoch, Nachschublager des Goldenen Pfades. Ja, gleich mal Munition aufsammeln. Ich bin ja schon gespannt, wenn ich den Tiger sehe. Der wird doch bestimmt mit einem Pfeil nicht niederzustrecken sein.
Na, hier kann ich wieder hochklettern. Ja, da ist doch schon der Tiger. Wunderbar. Ja, ich bin unterwegs. Wahrscheinlich zu spät dann. Du haust nicht ab. Kopfschuss. Na gut, er war schon angehittet. Köder? Habe ich vorhin bekommen, aber nur ein Fell. Nur ein einziges Fell. Wie viel brauche ich? Wo war er denn? Hier, zwei. Also ich brauche noch eins. Dann könnte man vielleicht nochmal nach den Honigdachsen sehen. Die hatten wir ja auch noch gebraucht. Königstiger müssten doch eigentlich auffallen hier. Messer werfen sollte ich auch öfter mal. So vieles, was ich hier noch gar nicht nutze im Spiel. Was läuft denn da? Na los, zeig das Köpfchen. Mist, der ist verdammt schnell. Raus mit dem Fell. So, und schon kann ich mir die schwere Munitionstasche. Hä, hatte ich nicht schon mal eine gebaut? So, jetzt brauche ich Bären. Ach, so viele Sachen. Panzernashorn hätte ich auch schon mal holen können. Wo wären denn überhaupt die Honigdachse? Hier oben. Könnte ich eigentlich als nächstes hin. Machen wir das mal. Hallo Händler. Hallo, hallo. Ich habe ein bisschen was zu verkaufen und ich hätte gerne ein bisschen mehr Munition. Danke. Vielen Dank. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ach, da ist ein Soldat. Nee. Hunde. Bleib weg. Weiß nicht, ob der mich jetzt gesehen hatte. Ich sollte schnell ins Auto. Da bin ich sicher. Also, sicherer.